Ich habe oft an einem Ekzem am Auge zu leiden. Da ich mich konsequent hier eiweißfrei ernähre, frage ich mich, was ist die Ursache? Ja, ganz kurz. Die Eiweißprodukte sind Fleisch und Wurst und Fisch und Quark und Eier und Käse und Milch und Joghurt. Nun, die Vollwertkost hat noch diese naturbelassenen Fette, die werden auch empfohlen. Das ist Butter, Sahne und der saure Rahm, der süße Rahm. Schmand ist eine fettreiche saure Sahne mit 24%, Crème fraîche hat sogar 30 oder noch mehr Prozent Fett. Wir müssen das jetzt sehen, wie können wir uns vollwertig ernähren. Und das Ekzem am Auge, wissen Sie, das kann am Augenlid sein oder die Umgebung des Auges betreffen. Ich sprach noch Donnerstagabend darüber in der Gruppe GGB intern. Was machen Sie mit Ihrem Gesicht anders als mit Ihrem Hintern? Das hatte ja Herr Brucker gefragt, den Patienten, immer wenn er Gesichtsekzeme hatte. Und dann sagte der Patient, war empört und sagte, was meinen Sie damit, Herr Doktor, mit meinem Hintern? Dann sagt er, ja, machen Sie das, was Sie mit Ihrem Gesicht machen, 14 Tage mit Ihrem Hintern, dann haben Sie auch ein Ekzem da. Und das ist doch so, Ilse. Sag mal, das ist stimmt. Das stimmt. Die Frau Gutjahr kann es bestätigen, ich erzähle da keine Märchen. Das heißt, hören Sie einfach mal auf, mit Ihrem Gesicht etwas anderes als mit Ihrem Hintern zu machen. Das heißt, streichen Sie da nichts mehr hin. Weder Kajalstifte, noch Wimperntusche, noch irgendwelche Kosmetika. Selbst von Naturkosmetik herstellenden Firmen müssen wir auch, kann auch Frau Kehrbusch bestätigen, auch da zurückhaltend sein. Es ist vielleicht viel besser, mal kaltes Wasser zu nehmen. Vielleicht mal, wissen Sie, ein Sonnenbad, ein Lichtbad, sich dem Wind und dem Regen auszusetzen, das sind die Kosmetika der Natur. Und dann werden Sie immer einen schönen Teint haben und dann werden Sie Frauen geliebt. Ich möchte nicht so wirken wie ein Lustbold oder ein Comic-Clown, der hier vor 1000 Menschen diese Gunst nutzt, um sich darzustellen. Ich respektiere diese vielen Menschen und freue mich, dass ein Einzelner hier stehen darf, sitzen darf und so viel Zeit beanspruchen darf, Ihnen etwas zu sagen. Und glauben Sie mir, ich sage das nicht irgendwie aus Geltungsgründen, sondern die kosmetische Industrie hat bis vor kurzer Zeit Primaten und Nagetiere so gequält. Lesen Sie bitte mal bei Frau Kehrbusch im Buch nach oder bei Menschen, Barbara Rütting, die sich gegen die Tierversuche aussprach. Da wurde Haarspray in ein offen gerissenes Auge so lange gesprüht, bis das Auge nicht mehr zu retten war. Das nennt man dann Tierversuche für die kosmetische Industrie. Ich kann Sie nur bitten, und kaufen Sie das nicht mehr. Boykottieren Sie den Kauf solcher Produkte. Es dürfen keine Tiere gequält werden. Jetzt sagen Sie ja, danke, Matthias. Sagt man ja. Sie haben mir immer noch nicht geholfen, Sie schweifen immer vom Thema ab. Nein, benutzen Sie keine Kosmetika, keine Pflegeprodukte, keine Duschgele, keine Shampoos, die ins Gesicht so laufen beim Duschen. Ja? Früher haben die Menschen sich unter das kalte Wasser den Kopf gehalten oder am Tränktrog sich gewaschen oder an einem Brunnen gepumpt das Wasser. Sagt man, ja, aber wir sind nicht mehr früher, wir leben in einem modernen Zeitalter. Trotzdem nicht so übertriebene Hygiene machen mit dem Körper. Und da werden Sie mal sehen, allein dieser Rat hilft Ihnen, dass dieses Ekzem verschwindet. Es sei denn, es ist lebensbedingt, dann würde ich wiederum eine gute, aufdeckende Lebensberatung empfehlen, weil Gesichtsekzeme sind stigmatisierend. Sie sagen noch etwas darüber aus, ob ich in einem Ambivalenzkonflikt lebe zwischen Nähe und Distanz. Viele Menschen haben Angst vor Nähe, viele Menschen haben Angst vor Distanz und da kommen wir manchmal in einen Ambivalenzkonflikt zwischen Nähe und Distanz. Die Nähe-Distanz-Problematik. Und die Haut ist die Grenze zwischen innen und außen. Die Haut ist ein Atmungsorgan, ein Schutzorgan, ein Ausscheidungsorgan, ein aufnehmendes Organ. Und wenn Sie Hauterkrankungen haben, lesen Sie auch mal bitte das Buch oder die kleine Schrift von Herrn Max Otto Brucker. Da nannte er mal eine Krankheit Neurodermitis und sagte, das ist ein falscher Begriff, aber ich muss ihn verwenden, weil die meisten Menschen sonst mich nicht mehr verstehen. Und diese Ekzeme, Hautausschläge, sagen ja nur, dass der Eiweißstoffwechsel überlastet ist, dass Sie sich zu einer Vollwertkost besinnen sollten, sprich täglich ein Frischkorngericht, verschiedene Sorten Vollkornbrot, naturbelassene Fette und Öle und eben die Frischkost in Form von pflanzlicher Rohnahrung. Meiden sollten Sie Fabrikzuckerarten, Auszugsmehle, Fabrikfette und für empfindliche oder für alle auch Säfte und gekochtes Obst. Das steht in ganz vielen Büchern, die der Herr Brucker und Frau Gutjahr schrieben. Doch, die Bücher, das letzte, wie heißt es nochmal, Vollkorn in Bestform?
mit Vollkorn in Bestform. Einfach selbst gemacht oder einfach raffiniert. Da finden Sie viele Ideen, wie Sie eine schmackhafte, vitalstoffreiche Vollwertkost machen können. Aber Sie brauchen auch noch Landwirte oder Menschen, die die Lebensmittel für uns wachsen lassen. Selbst wenn Sie ein Hochbeet, Hügelbeet oder einen Nutzgarten haben. Wir sind auf Menschen angewiesen, die das Know-how haben und die Ehrfurcht vor der Natur, für uns biologisch dynamische oder kontrolliert biologische Ware anzubauen. Deswegen bitte ich Sie, unterstützen Sie die Hofläden, gehen Sie in die echten Naturkostläden und nicht in die Pseudo-Naturkostläden, diese Bio-Supermärkte. Die haben die Gunst erkannt, die kleinen Naturkostläden kaputt zu machen, indem sie jetzt Dumpingpreise anbieten. Ja, und da würde ich Sie herzlich bitten, auch Sie, liebes Publikum, unterstützen Sie die Landwirte und die kleinen Naturkostläden, die noch seriös und ehrlich arbeiten. Danke. Applaus